20 Jahre lebe ich schon bei den Sarazenen. Saladins Ziel ist Jerusalem. Die große, uralte Stadt ist den Christen, Juden und Muslimen gleichermaßen heilig und praktisch Hauptstadt des Heiligen Landes. Wenn es in diesem ewigen Konflikt einen Sieger geben kann, ist es das Heer, das Jerusalem beherrscht. Überdies ist Saladin entschlossen, die Stadt selbst unversehrt zu lassen. Würde auch nur ein heiliger Schrein beschädigt, könnte die Bevölkerung in Saladin keinen Befreier, sondern lediglich einen weiteren Eroberer sehen. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Age of Empires 2. Auch diese Folge gehört zu der Reihe der Missionen, die ich nochmal neu spiele, damit sie auch mit meiner schönen Audio bespurt ist. Warum das so ist und was da passiert ist und warum das auch erst jetzt kommt, schaut mir dazu einfach die erste Folge von Saladin, also die Folge 14 des Let's Plays. Ja, und dann geht's jetzt los. Ich bin mal gespannt, ob diese Mission genauso anders ist wie die anderen drei auch. Weil gefühlt war die echt weird, die anderen drei von Saladin. Ob die jetzt auch anders ist, sehen wir dann. Zerstören Sie die 5 Türme, die Jerusalem verteidigen, damit Saladins Armee die Stadt einnehmen kann. Lassen Sie nicht zu, dass ein Kloster in Jerusalem oder dem Felsendom zerstört werden. Ja. 100 beschränkt, aber man kann jetzt zur Imperialzeit voranschreiten. Oder es ist wieder verbuggt, man weiß es nicht. So, wir machen der mal ein Dorfzentrum da unten ein. Ich rate an, Bollwerke zu errichten, bis wir über ein größeres Heer verfügen. Schützen ist gut in August. Unsere Bögen schießen selten daneben. Einmal im Kreis, bitte. Amron? Naam. So, ihr macht bitte da ein Dorfzentrum rein. Amron? Naam. Du kommst hin, machst genau an der Ecke eine Burg. Naam. Das ist absolut die perfekte Opposition. Besser geht's gar nicht. Schafe herabschicken. Ihr auch bitte herkommen. Waren da oben auch Schafe? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Geh mal kurz gucken. Ob da irgendwie Tiere sind. Ansonsten nicht. Du gehst uns da helfen und du machst schon mal eine Schützenposition. Du gehst hier scouten. Okay, da ist schon Ende der Karte, alles klar. Ja, ansonsten, ne, wie geht's euch so? Ja, da waren echt Schafe. Cool. Wieso laufen die hier schon wieder so komisch hin und her? Man versteht's nicht. Kein Plan. Komische Viecher. Die treffen wir wieder gar nichts, Jungs. Perfekt. Oh Mann, ey. Ich bin einfach nur von Versagern umgeben hier, ne? Es ist unfassbar. Mehr Schafe. Nice. So. Da bitte hin. Da kommt das nächste Schaf hin. Dann da. Ihr kommt mit. Machen wir die mal zusammen, die zwei. Vorübergehend. Ja, jetzt müssen wir halt nur kurz warten, bis wir da Zeug bekommen, ne? Die Schafe schicken wir mal alle hier hin. Der ist auf der 3 jetzt. Den schicken wir mal ganz jetzt hier rum. Düdeldün. So, und dann spare ich mal ganz kurz. Weil ich finde die Position hier eigentlich schon echt ziemlich nice. Vor allem die Burgenposition ist halt einfach nur absolut göttlich. Die klingen so bescheuert, die Sarazenen, aber irgendwie witzig. Na, nicht das, das da. Wie sieht's bei dir jetzt aus hier unten? Eine Reliquie, lol. Okay, das habe ich vergessen. Das ist aber nice. Dann mach du mal bitte ganz kurz ein Klöster. Am besten hier hinten direkt an der Wand. So, mehr davon bitte. Was brauchen wir für Daumenring? 300 Nahrung. Dann kann es erstmal warten. Schicken wir die schon mal da dran. So, setz da bitte hin. Nein, oh Leute. Ja, das könnt ihr gerne töten. Er sollte aber nicht alle einzeln reingehen. Oh, jetzt hat er das getötet, das Schaf. Ich pack's nicht, Alter. Wo will die eigentlich schon wieder hin? Kriegst nicht gebacken zu laufen, Alter. Was ist mit dir? So, hab das dann? Sehr schön. Du, bitte da.
Einfach mal im Kreis laufen. Kurz geeidelt das Dorfzentrum, gar kein Problem. War ja nicht lange. So. Ja, ne? Das ist ja toll. So, dann auf den, dann auf den. Deine Reliquie snacken wir uns natürlich direkt. Du kannst mir ganz kurz fünf andere Kollegen schnappen. Ihr geht schon mal direkt in Stein, weil Burgen werden wichtig. Hab ich das nicht irgendwo hier gesehen? Nee, das war Gold da unten nur, ne? Ist da kein Stein? Da ist Stein. Dann hol dir das bitte mal. Bende Adon. Was war am Eideln? Oh, miese Prise. Warum passiert das immer mir, immer mir, immer mir? Na? Hassanen? Se'efanen. Amron? So, wo geht die jetzt hin? Was ist jetzt eine Frage? Achso, die gehört zu den Steinhackern. Ja, die ist nicht innen drin lang gelaufen, die ist einmal außen rum. Aber hier ist doch ein offener Weg. Wieso läuft die außen rum? Das macht so gar keinen Sinn, ne? Wo, ey, was macht die? Jetzt mal ohne Scheiß, das Pathfinding ist mittlerweile richtig wild irgendwie. Das ist ja so im Arsch. Das ist doch irgendwas kaputt, ich weiß es nicht, du. Das ist doch echt komisch einfach nur noch. Weiß ich nicht. Ich meine, es muss doch nicht sein. 1, 2, 3. So, machen wir mal ganz kurz den. Okay, passt. Der Speer läuft auch ganz gut darum. Verschonen Sie alle heiligen Stätten. Ja, ja. Kriegen wir schon irgendwie hin. Eigentlich müssen wir 6 an Nahrung schicken, damit das gleich ausgeglichen ist, aber naja, ist auch nicht so wichtig. Machen wir lieber ein paar Felder. Passt schon. So, mal kurz das ganze Holz hier ausgeben für Felder. Die Ecke geht natürlich wieder nicht, ist ein Klassiker. Ist auch nicht so schlimm. Euer Ernst? Tut das denn not, Jungs? Diese Zelte, echt, was haben die euch getan? Ja, kommt mal mit, meine Freunde. Den kurz klatschen und abhauen. Gut. So, verpisst euch. Ja, die rennen rein, Alter, sind die dumm. Die sollen nach hinten laufen, was machen die? Drehen sich um und gehen rein. Stark. Ja, das Zelt ist RIP, schade. Ich hätte es gern gehabt, naja. Ich habe ein bisschen geeidelt, war wieder schlecht. Nein, Leute, habt ihr schon gekillt, die Schafe? Krass. Okay, ich bin ehrlich. Nein, oh Gott. Ich hätte fast verkackt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ahlan. So, gleich mal die nächste Burg bauen. Die setzen wir dann hier hin, weil da ist Gold, hier ist neue Klippe. Dann haben wir schön gesichert. Oder wir setzen eine Burg da hin. Das wäre noch ein bisschen sicherer, weil die unsere Echo ist. Aber es sieht, glaube ich, alles okay aus. So, du kannst schon mal herkommen. Schon mal da hinlaufen. Mit denen dran. Den beiden. Zu dritt halt. Auf zum Gegenangriff! Okay, wir speichern mal. Es kommt mich jetzt voll und ganz drauf an, wo er hinrennt. Bene Adon. Ahlan. Hallo. Mach mal dazu. Dann ist das schon mal geklärt. Oh, sehr schön. Okay, er dreht um, Gott sei Dank. Okay, das kann er dann easy peasy die Dings machen. Oh, da ist er ja wieder. Daumenring. Lass uns mal die Burg machen. Die hat ja eh nichts zu tun. Mach mal ganz kurz eine Schmiede. Und dann machst du mal bitte ganz kurz eine Universität. Und dann machst du noch einen Marktplatz.
Das passt. Sehr gut. Kurzen Speer heilen, auch wunderbar. Heilen sich die Dings eigentlich selber? Ja, tun sie. Edel. So, Daumenring haben wir. Machen wir direkt mal Armbrustschützen. So, die Schafe gehen dann da rein. Die fünf Schafhütten gehen sich dann nach denen, dann denen. Und der Speer, der kann die letzten Lücken auskundschaften. Wobei der wahrscheinlich ein Sterben wird dabei. Aber ist egal. Was war denn das? Ach, ein Skorpion. Lol. Amron? Warum denn ein Skorpion, Junge? Was ist denn das für eine Aktion? Die Stadt gehört uns. Eure Bemühungen werden vergeblich sein. So. Machen wir trotzdem mal da kurz ein Tor. Die Stadt gehört euch. Das glaubt auch nur ihr. So, direkt die beiden Forschen reinballern hier. So. Und immer weiter im Text. Mach mal den hier. Eigentlich müssen wir auch langsam mal ein Holzlager bauen, um das auch mal auszudingsen. Mach mal es mal dahin. Ist eigentlich egal. Hauptsache, wir kriegen die Forschung dann. 175 Gold war das, okay. Ja, Gold habe ich noch gar nicht als Hacker. Weil ich halt noch ein bisschen Holz brauche. Passt schon. Die macht einfach gar nichts. Perfekt. Gehen wir dahin. Ah, Nahrung können wir einmal ganz kurz verkaufen. Hm, passt aber. So, du machst jetzt erstmal neue Felder. Zack. Ja, zwischen machen wir mal keine, wir machen die da unten. Ihr macht da schon mal so ein Ding zu. Sehr gut. Zack und zack. Zack und da. Mehr Dorfbewohner, immer schön mehr. Denn mehr ist meine Devise. Einfach mehr. Wir können mal ganz kurz ein bisschen Holz verkaufen. Jetzt haben wir gerade tatsächlich ein bisschen mehr davon. Und noch ist was wert, ne? Ey, der ist ganz schön gut im Scouten. Und? Warum gucke ich da hin? Ich hab's gejinxt. Ich hab's so hart gejinxt jetzt. Naja, ist ja auch egal. Ey, aktuell sind die ja noch genauso schwach wie ich, ey. Die können ja gar nicht, die Jungs. Ist ja witzig. Das wird sowas von ausgenutzt gleich. Keine Gnade. So, Ballistik, Mordlöcher für die Burg. So. Mustahidatun. Okay. So, ihr macht da bitte schon direkt die nächste Burg. Du machst bitte... Mach mal ganz kurz... Nee, mach ruhig dahin. Nee, das da. So. Die kommt hin, macht dazu. Zack. Also das da. Reinlaufen, das da. So, wir machen ganz kurz das hier für schnelle Hacken. Machen wir noch mehr Dorfbewohner? Ich weiß es nicht. Konos Bevölkerung ist an, ob es wirklich 100 ist. Muss ich aber erstmal testen. Die Bogensäge natürlich nicht vergessen. Ist das fehl am Platz? Ha, ich hab Mordlöcher, ihr Loser. Und zwei Burgen, da könnt ihr gerne lang kämpfen. Zack, ich kam genau jetzt gerade rein, die Mordlöcher. Edel. Machen wir die Kamele direkt ein bisschen besser. So, kommt hier eine Mühle hin. Zack. Du Holzhölle hackst mal zu den Baum da weg. Amron. Ernsthaft, jetzt ist Holz leer, weil ich mich gewagt habe, eine Mühle zu bauen.
Ja, genau. Jetzt kommen natürlich alle Felder an. Gleichzeitig, weißt du. Klassiker. Die rennen wieder zurück, weil Pathfinding wieder im Arsch ist gerade. Was ist denn hier los, Mann? Naam. Sa'abal. Naam. Sahih. Der läuft auch gar nicht. Du hängst doch gar nicht fest. Wie kannst du... Du hängst... Was ist mit dir? Du hängst da nicht fest. Lauf doch einfach nach hinten. Also irgendwie... Ich habe das Gefühl, bei den alten Kampagnen ist das Pathfinding richtig kaputt, ne? Aber warum? Ach, guck mal, hier auch die... Was backen die denn da so rum? Die hängen da alle auf den Haufen. Deswegen kommt auch kein Holz mehr. Ich verstehe das nicht. Irgendwas ist ja echt komisch. Guck mal, jetzt auf einmal. Zack, zack, zack. Ganz weirde Geschichte. So, einer, der hält schon wieder fest. Ey, gehst du mir auf den Sack, Alter. Mach mal kurz ein Haus und geh wieder an Gold. Ich will wissen, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Oh Mann, ey. Ja, die hält natürlich fest, bei der macht's aber Sinn. So. Das da unten können wir uns sparen, weil der ist eh Holz. Hallo? Wunderbar. Ich habe befürchtet, dass er jetzt nach rechts geht und da irgendwie hilft oder so. Das hätte ich ihm echt zugetraut. So, wir können jetzt in die Imperialzeit gehen, ne? Das müssen wir uns auch merken. Was forsche ich als erstes? Machen wir mal das hier und Baukran von mir aus. Naam. Okay, 100 ist echt Maximum, ne? Ich glaube, die letzte Mission war verbuggt. Ich glaube, die war nicht für 200 gedacht. Das war echt ein Bug, hundertprozentig. Weil was macht das sonst für einen Sinn, bei der letzten Mission 200 gehabt zu haben? Ich meine, finde ich cool, ne? Dadurch ist sie halt wirklich ein Zelt viel einfacher, aber... Komisch ist trotzdem. Ja, Handkarren auf jeden Fall dann forschen. Das können wir auf jeden Fall machen. Und ansonsten, Spieleforschung haben wir ja theoretisch erstmal alle wichtigen. Können wir noch kurz die Mauer machen, dann können wir in die nächste Zeit gehen. So. Imperial Site. Das ist ungemütlich. Das habe ich mich leider erwartet. Mhm. Wo rennt der wieder hin? Der geht da hinten irgendwo spazieren. Also ich bin echt gespannt, so, ob das nur bei mir jetzt gerade so ist. Aber das ist so verbuggt gerade alles. Echt komisch irgendwie, ne? Amron, Banaon, Ahlan, Hallo? Ahlan. Banaon. Na gut, ne? Amron? Setzt man in die nächste Burg eigentlich hin? Aggressiv irgendwo oder? Boah, ist eigentlich egal, ne? Wir können ja auch einfach hier hinsetzen. Einfach so direkt daneben. Oder hier so neben dem Gang blockieren, ist auch eine gute Idee. Nee, mach mal ganz kurz das hier. Da sehe ich mich. Du setzt dich hier mitten rein. Na, steht jetzt dumm rum oder geht die wieder zurück in die Arbeit? Nee, die läuft einfach irgendwo so im Kreis rum, stellt sich für die Schmiede und weiß nicht, was sie tun soll. Und ist dann AFK. Nice, du bist so ein Stück Code. Ohne Witz. Ja, ist halt ein Ritter, stark. Können wir dann bitte jetzt in die Ritter, Imperialzeit gehen? Das ist ja echt korrekt von euch. Danke. Amron. So, ich bräuchte noch ein bisschen mehr davon. Zwei Felder würde ich gerne noch machen, auf jeden Fall. Und zwar die beiden. Wenn das dann dran gewesen ist, aber sieht es jetzt irgendwie besser aus, wenn es so bündig ist. So, dann haben wir die Felder fertig, haben wir genau 10 Holzfäller. Okay, 19 Nahrung ist natürlich ein bisschen eklig, aber ist ja auch egal. Hä, wie geht denn das? Ne, sind 18 Nahrung, noch nicht 19. Jo, der eine war schon fertig, okay. Dann ist okay. Ja, da brauchen wir eigentlich nur noch genug Ressourcen, gleich alles rauszuballern, was so geht. Am besten natürlich direkt aber Ballisten schützen und so ein Scheiß. Ja, mal sehen. Bitte da noch eine Dings bauen. Und du setzt bitte hier eine. Ah, 5 Stück davon, passt.
Dann sammeln wir uns ein paar Armbrustschützen. Ich weiß nicht, ob ich bei so wenig Bevölkerungslimit überhaupt Kamele machen möchte, aber eigentlich wäre es schon sinnvoll, weil der mit Paladin kommt. Wobei, der ist ja diesmal... Warte mal. Byzantiner ist der? Ich meine, macht Sinn, stimmt, ist ja Jerusalem, aber... Byzantiner und Teuton. Ich meine, okay, Teuton kommt mit Deutschrittern, aber auch mit ein paar Kavallerieeinheiten, aber die Jerusalemer, die Byzantiner, kommen die auch mit Rittern an oder eher mit Trash-Units? Sehr spannend. Machen wir mal ganz zu. Direkt Armshots und Dings machen. Na komm schon. Imperialzeit. Okay. Das ist belastend. Okay, sollten Leute wie ihr nicht lieber in der Wüste umherziehen, statt unsere Zeit zu verschwenden? Gott sei Dank, Alter. Holy shit. War kurz stressig, bin ich ehrlich? Holy shit, Alter. Jetzt hab ich die Forschung verkackt, deswegen. Oh. Alter, ist das viel wert. Oh mein Gott, erstmal alles verkaufen. Das waren gerade 1500 Gold. Okay, nehme ich mal so hin. Amron. Okay, wir machen hier mal ein Tor rein. Machen hier noch eine Burg hin. Machen hier dann ein paar Ställe hin. Oh, Holz leer. Jetzt stell dich nicht so an. Da kommt er noch mit Felder kaputt. So eine Anstellerei. Oh, ja, ja, Holz, bla, bla, bla. Ihr habt doch so viel Holz, dann macht doch mal bitte was daraus. Also wir sind 10 Holzhacker hier, ja? Das kann eigentlich sein, dass ihr so langsam seid. Ich meine, gut, ich habe gerade ein paar Gebäude gebaut, aber ich bitte euch. Amron? Das ist schon bitter. Amir Menjan. Mustad, Naam, Hassanan. 20 Stück, easy. Naam. Ja, ja. So, du machst bitte ganz kurz hier zu. Warte, das Tor kostet ja eigentlich normalerweise 30, ne? Wenn ich das hier reinsetze, weil die Mauer kostet ja 5, müsste es doch eigentlich nur 10 kosten, oder? Okay, es tut sogar wirklich. Hab ich mich schon oft gewundert, ob das jetzt wirklich abgebucht wird mit 30 und überschrieben wird. Oder ob das halt dann sich das quasi merkt, was er da weggemacht hat. Aber das ist cool, dass das funktioniert. Dann machen wir die beiden Forschungen direkt rein. Chemie natürlich auch. Und jetzt wird es gleich eh teuer mit Dingens, weil wir werden davon auf jeden Fall Tribocke brauchen diesmal. Werflicht nehmen wir auch mal mit. Und Wehrgänge brauchen wir auch gleich. Das ist auch eine sehr wichtige Forschung eigentlich. Einnahrung, echt jetzt? Der absolute Klassiker mal wieder. Ich mache jetzt die 2-Mann-Säge, wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz. Ich meine, das ist nochmal 10% schneller. Eigentlich ja eine... Weißt du, ganz ehrlich, eigentlich muss man ja sagen, ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Eigentlich sind die Forschungen ja hier echt eine Frechheit, ne? Also die Imperialzeit-Forschungen, die beiden hier sind eigentlich voll der Scam. Ich meine, überlegt mal ganz kurz, ja? Die doppelschneidige Axt macht die 20% schneller. Das ist stark, vor allem für die Zeit. 20% schneller. Geil. Logische Schlussfolgerung, 20%... Ah, 10% schneller. Kostet aber mehr als die anderen beiden. Das sind 100 Nahrung, 150. Das kostet mehr als beide zusammen. 100 Holz, 50 Holz, das kostet mehr als beide zusammen. Das heißt, das ist teurer als beide zusammen, bringt aber nur ein Viertel im Vergleich zu beiden zusammen. Eigentlich übelster Scam, diese Forschung. Ohne Scheiß. Drei Felderwirtschaft, das gleiche. Weißt du, ein normales Feld hat wie viel Nahrung? Ja. Weiß man das jetzt irgendwie? Steht das irgendwie bei? Ich vergesse das nämlich immer. Nö. Ich habe keine Ahnung, wie viel das war.
Hallo? Ich würde gerne kurz ein neues Feld haben. Das da ist fast neu. Fast kaputt. Atom. Mach mal bitte ganz zur Zeile. Weil wir haben hier die zweite Forschung. Ja, dann kann ich hier runterrechnen, wie viel es ist. 375. Okay. Minus Brustgeschirr sind wir bei 300. Minus dem sind wir dann bei 200 und 100, 175. Okay. 175 ist das erste. Ja? 175 und dann nochmal 75 drauf. Ist ein guter Bonus eigentlich. Ja, das ist ein, vor allem ist das jetzt ziemlich günstig. Ne? Passt. Schwerer Pflug. Ich meine, das macht ja nicht, dass die schneller arbeiten. Das macht nur, dass mehr Nahrung auf dem Feldern drauf ist. Mit anderen Worten, man zahlt weniger Holz für die Umwandlung in Nahrung. Ja? Das heißt nicht, dass man besser ist daran. Das macht ja nur die Bogensäge. Die ist effizienter. Oder sowas wie die Bergbaudinger hier. Aber das macht nur, dass das länger hält. Nichts anderes. Nur der schwere Pflug hat, dass die einen mehr Nahrung tragen können. Und das macht tatsächlich viel aus, bei, auch wenn die direkt daneben stehen mit den Feldern, dieses Einfluss Nahrung da, das sind schon gute 5% Verbesserung. Ja, also es ist schon echt schnell. Und drei Felderwirtschaft, ich meine, ja, okay, du sparst ein bisschen Holz damit, aber ist halt eigentlich auch übelstes Game schon wieder, ne? Vor allem für den Preis. Die beiden Forschungen sind eigentlich voll scheiße. Ich meine, gut, 10% sind 10% als Bonus, so, ne? Sehe ich ja ein, aber ist halt trotzdem eigentlich voll die Verarsche. Muss man einfach dazu sagen, du. Das ist echt öde. Amron? Aber Holz braucht echt lange gerade irgendwie. Nam? Na, wenn die Gebäude erst fertig sind, geht das eigentlich auch alles klar. Ja, ihr hackt alle auf der gleichen Seite. Smarte Leute. Ich bin wieder begeistert von euch. So viel Klugheit würde ich auch gern besitzen. Alter. Ja, der Gelbe ist halt lächerlich. Musa'el! Machen wir jetzt nochmal ganz kurz. Wo kommst du jetzt her? Von außen, okay, macht Sinn. Du machst bitte. Ich kann keinen Stall bauen. Schon wieder Felder! Junge, was ist los mit euch? Ich hab nur 20, 18 Felder nur. Ja, noch ein Feld. Jetzt haben wir gleich gar kein Holz mehr. Ich werde hier komplett tops genommen irgendwie. So, jetzt kommt die Zweimannsäge rein. Ich erwarte jetzt ein bisschen Geschwindigkeit von euch. Sonst mache ich noch mehr Bauern, aber ich kann mir das eigentlich nicht leisten mit 100. Da fragt man sich ja, wie man es damals geschafft hat, jahrelang mit 75 Bevölkerungsmitteln in den Kampagnen zu spielen. 75 ist ein Scheiß. So. Gut. 3, 4. Zack und zack. Die Burgen. Trieböcke haben mehr Angriffsstärke. Ist sau teuer, nehmen wir uns trotzdem. Kamelein hat mehr Dings, nehmen wir uns trotzdem. So, mehr davon. Und natürlich gleich die schwere Kamelreiter. Safe. Und zack, ist unsere Nahrung auch schon wieder leer. Ja, wir haben halt viel zu wenig Dorfbewohner. Ganz ehrlich. Eigentlich müssten wir mindestens 50 haben, die Hälfte. Aber wenn wir halt nur ein Bevölkerungsbild von 100 haben, ist das schon echt schwer. Hat er schon wieder eine Nahrung weniger. Junge, was ist denn da los? Oh mein Gott. Block sie. Und kaputt machen. So ist wichtig. Wunderschön. Ja, okay, der kann mich halt im Arsch stecken natürlich. Ich meine, der kann nichts. Der hat ein paar Ritter und ein paar Deutschritter hier. Also... Juckt mich nicht. Mach kaputt. Stark. Sie sterben alle. Perfekt. Okay, Skorpione war eine gute Wahl. Das muss ich ihm lassen. Aber trotzdem finde ich vom Micromanagement her habe ich das eigentlich ganz gut gelöst. Bin echt ein bisschen stolz auf mich. Das sind das schöne solche Scheißdinger. Mach weg die Scheiße. Eigentlich sind Mamelucken auch voll cool. Ja. So, den Rest brauchen wir nicht.
Wir können noch Belagerungsingenieure kurz forschen. Schmiedeforschung haben wir alles. Hier haben wir alles. Haben wir alles. Sehr gut. Boah, echt jetzt Holzproblem. Wieso habe ich kein Holz? Für die Kosten schon fast gar nichts, weißt du? So, mach mal ganz kurz. Kamele wollte ich gerade sagen, aber das kann ich mir gar nicht leisten. Oh Mann. Oh Mann. So, jetzt passt aber. Also ich finde eigentlich mein Dorf hier ganz geil, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Oh, Gold leer. Ist ja schade, du. Dann gehen wir bitte dahin. Aber bitte stell dich diesmal nicht dumm an, das wäre echt nett. Ja, und Tribocke brauche ich halt, ne? Das ist jetzt auch wieder witzig. Wir verkaufen mal ganz kurz die Nahrung. Einen, weil Holz leer. Ein Klassiker. Ich würde auch gerne mal Holzfälle machen. Jetzt mal ganz im Ernst. Wo soll ich die herholen? Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich kann jetzt da schlecht hingehen und noch mehr Dorfbewohner machen. Ich brauche auch irgendwie eine Armee. Das ist doch kacke. Ich mache ja schon nur 20 und 20 hier, weißt du? Lol, fehlt einer. Ach, habe ich doch einen zu viel weggenommen? Belastend. Weißt du, ich muss hier schon Kompromisse eingehen ohne Ende. Hallo? Nun ja. Ey, sogar in der richtigen Linie gekommen. Nice. Noch ein Tribok. So, Gold ist wieder ein bisschen da. Easy. Mehr Holz, bitte. Immer mehr Holz, bitte. Richtig schön viel Holz. Bitte, bitte. Was machen die Bürger schon? Ja, gut, wenn er da halt hin will, ne, kann ich ihm auch nicht helfen. Ja, die Burgen sind halt zu strong für den, ne? Keine Chance. Zack. Jetzt kommt wahrscheinlich das Geräusch. Weil Feld kaputt ist. Irgendwo. Irgendeiner. Ne, okay, Holz kam gerade wieder rein. Na gut. Machen wir noch das da, weil es geht. Gut. Ich habe 99. Wieso habe ich 99? Ach, wegen den Tribok. Ich wollte schon sagen. So, ihr seid noch das 7. Das ist nicht groß, die Armee. Mach mal trotzdem noch mal ganz kurz da ein Haus. Einfach nur, um das noch mal zu testen. Ich mach zuerst Orange platt, da geht mir mehr auf den Nerven. Okay. Ich glaube, ich nehme mal die Schützen mit, glaube ich. Die sind geil. So, mach mal ganz kurz den da. Hallo, Hujum! Nicht sterben, bitte. Oh, das war ein harter Hit auf jeden Fall für ihn. Putz. Oh mein Gott. Ja, das macht die Burg mal eben ganz easy. Die müssen One-Hit sein. Ach, fast. Ich sag mal so, rein verteidigungstechnisch wird er mich niemals im Leben einnehmen können. Nicht mit dem, was er gerade macht. Keine Chance. Aber cool. So, dann sind wir jetzt hier durch mit dem Angriff, dann können wir jetzt hier runtergehen. Wir machen den mal ganz kurz auf die 6. Und ihr seid alle auf der 7. Ihr seid nämlich die letzte Verteidigung hier, falls etwas schief gehen sollte. So, und du machst jetzt was ganz Interessantes. Und zwar machst du hier zu. Alter, ist das dein Ernst? Ich mach hier nichts, weil mein Feld ist blockiert. Aber mein anderes Feld, ich weiß auch nicht, was damit los ist. Ich kann das nicht mehr benutzen. Spasti. Ey.
So, der Gell wird jetzt auf jeden Fall weggemorscht hier. Er hat nichts mehr zu melden. Ein Deutschleder. Der ist ganz schön schnell, ich hab irgendwie langsam in Erinnerung. Ich fand Deutschland da sind immer saugeil aus, aber irgendwie finde ich, ist die Einheit voll schwach. Was echt traurig ist. Amrok. 51 Soldaten, ey. Das ist eigentlich voll lächerlich. Oh, Farbum. So, jetzt sind die Ressourcen wenigstens ein bisschen da. Wunderbar. Musta'el. Muss ich einen Mönch mitschicken? Hat er eine Reliquie? Und wenn, ist eigentlich auch egal, ne? Ach, darf ich eh nicht kaputt machen. Oder? Das ist ja gelb, aber ist ja nicht in Jerusalem. Ach, lass ihn einfach mal heilen, ist ja egal. Nicht, dass wir nachher deswegen verlieren oder so. Ich speichere mal ab, bevor es passiert. Man weiß ja nie. Nachher gehst du da so hin. Kaputt. Ich wollte es nicht kaputt machen, Entschuldigung. Oh, ich glaube, da gab es eine besondere Meldung, wenn man hier reinrennt. Ich bin mal gespannt. Was hat denn da eingemauert? Oh ja, hallo Gegner. Ich mach mal ganz kurz die hier auf die 8, die hier auf die 5, die hier auf die 4, die hier auf die 3, die 8 auf die 6. So, habe ich mal kurz getauscht. Ohne Hotkeys zu verlieren. Easy. So, aufs Dorfzentrum bitte. Auf den Turm. Auf die Kaserne. Zack. Hup. 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 Lol. Daneben einfach. Ja, okay, es ist halt nur noch ein kurzes Absnacken der Gegner, ne? Zack. Zack. Ja, hier merkt man wenigstens die richtige Kraft von den Arbalestenschützen. Zack. So ist fein. Dorfzentrum ist ein Arsch. Sehr gut. Da einmal auf die Mühle gehen, damit die Dorfbewohner nichts mehr abliefern können. Und du gehst da auf den Turm. Zack. Mitkommen. Töten. Zack. Trefft ihr bitte auch mal. Echt jetzt? Schafft ihr schon, oder? In die Burglocken. Lol, Alter, ich bin dumm, da ist ja Gold neben meiner Dings. Ich hab das voll vergessen. Deswegen hab ich jetzt doch so wieder hingesetzt. Stark. Alter, wieder hingerafft. Gar keine Chance. Und rein. Den Rest macht die Burg. Tschüss. Ich hab einen verloren. Und einen Triebwurf, weil ich eine Sekunde nicht hingeguckt hab. Oh. Naja, mach mal den und den. Wie hab ich jetzt den Armbrustschützen verloren? Frech. Naja, mach mal 9. Ach, so hab ich ihn verloren, weil die sich auf ein Haus konzentrieren. Ein Klassiker. Geh mit den ganzen Dorfbewohner töten. Aber der Gelbe war ja echt ein absoluter Lappen, ne? Der konnte ja gar nichts. Das habe ich auch ganz anders in Erinnerung irgendwie. Oder haben die Mission einfach alle vereinfacht? Kann das sein? Weil irgendwie ist das echt weird. Ich verstehe das nicht. Da, die will bauen. Die haben wir in der Hand. Jagt sie. Töten. Töten. Die hat den Hammer in der Hand. Verfolgt sie. Nee. Jetzt ist sie weg. Oh. Na gut. So, du gehst bitte da oben hin. Bringt sie um.
Also hartnäckig ist die KI ja, ne? In der Kampagne hier. Name? Name. Oh, Instant Rip. So, wenn er dann rauskommt, direkt abschießen. Da war er kurz. Na, jetzt müsste er rauskommen. Da. Tot. Tot. Tötet ihn. Ist das dein verkackter Ernst, Alter? Die kleinste mini-winzige Kacklücke und da gehen die rein. Ja, in der Strip, oder? Ja. Alter, ich krieg zu viel. Und der Mönch ist auch gestorben, ne? Oh, Junge. Was ich nicht verstehe, ist, da ist schon wieder... Warum ist nicht der Tribok? Ah ne, der sollte das angreifen. Okay, ich wollte mich gerade schon beschweren. Einen davon. Oh Mann, ey, jetzt sind die 10 Holzfäller tot. Ich könnte kotzen, Alter. Ihr geht bitte woanders hin. Geht ihr bitte jetzt da unten hin. Der Mönch stellt sich das safe hin. Du machst zu. Nein, du sollst nicht nur eins bauen, du sollst alle bauen und dann ins Feld gehen. Da kommt Orange angeschissen. Jetzt kommt der mit Rammen. Junge, gib doch einfach auf. Oder hast du dich jetzt in sein Dorf reingebaut? Ey, die KIs in den ersten paar Kampagnen sind ja sowas von lästig, ne? Das ist ja unfassbar. Da! Ich baue ein Dorfzentrum. Du Arsch! Ja, komm, stirb! Ist jetzt ein Pfeil gestorben und ist jetzt umgefallen einfach. Alter, geht das schnell kaputt, das Haus. Krass. Da lebt noch einer. Da kommt, dass es den Tod verdient. Aber ich verstehe es nicht. Es ist halt schon wieder dasselbe. Wie in der letzten Mission oder in den vorletzten auch. Die ganzen Saladin-Missionen irgendwie. Der ist einfach weg. Der Gelb hat nur noch eine Kirche übrig, aber der ist einfach weg. Ach, das mach ich, verstehe es nicht. Name? Geht den bitte mal kurz umbringen. Den kleinen Kekko da. Klonk, klonk. Okay. Cool. Nein, ist nicht dein Ernst. Boah, wäre der jetzt gestorben, ne? Hallo, Mujun! Ich meine, die Angriffe sind eigentlich okay für das, was die sind, so muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber man merkt schon einen starken Unterschied zu den Kampagnen, die aktuell sind. Warte, ich muss mal kurz im Kreis laufen. Klonk. Einfach kiten. Und dood. So, einmal bitte da runter, den ganzen Weg. Bitte einmal dahin. Du bist einmal da. Das ist eine gelbe Schmiede. Nice. Ich weiß auf jeden Fall nicht, was ich machen soll. Der gelbe ist einfach... Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Kann ich Spion entwickeln? 8800 Gold. Wäre eine Überlegung wert, ehrlich gesagt. Wäre es sogar wirklich tatsächlich. Aber weißt du was? Auch wenn es sauteuer ist, das gönne ich mir. Ernsthaft? Jetzt hat er plötzlich ganz viele Ritter hier, weil er da eine Burg gebaut hat. Lol, Alter. Ja, okay, das kannst du auch nicht wissen. Da bin ich ganz zufrieden, dass ich das gemacht habe jetzt. Ballert alles ab. Hey, hey. Ja, Spion war doch eine gute Entscheidung, du.
Gerade für die einzelnen Soldaten, die überall rumgammeln. Wo will denn der hin? Ach, das ist ein Speer. Okay. Zack. Zack. Zusammenbauen bitte. Wo ist der Tribok? Was da kommt da? Oh, wir haben nichts zu tun. Wir sind die Goldhacker. Eigentlich wäre es witzig, wenn ich jetzt hier Gold hacken würde. Einfach aus Provokation. Bene Aton. So, alle bitte mal zusammenkommen. Und bitte einmal da hinten hin. Nam. Hujum. Zack. Weißt du noch mal, warum ist die Zäune kaputt? Damit die blauen Flecken verschwinden auf der Karte. Danke. Weißt du, plötzlich hat der Gelbe, da sind überall Ritter. Weißt du, so. Das ist ja wieder so ein Klassiker irgendwie, weiß ich nicht. Aber bis auf die paar Gebäude hat er wenigstens keinen Dorfbewohner mehr. Also immerhin habe ich das hingekriegt. Gott sei Dank, ey. Das wäre auch belastend gewesen, bin ich ehrlich. Aber gefühlt sind das halt trotzdem Lappen, die Gegner irgendwie, ne? Ich habe wie gesagt, die Angriffe sind eigentlich okay, die sind so Ahlan. Dein Ernst? Das sind eigentlich okay, diese schicken so, ne? Aber naja. Oh, Leute, mir ist gerade was eingefallen. Die ganzen Holzhacker. Die hatten jetzt hier. Weil ich unten das Holz in der Lage vergessen habe. Alter. Amron? Ich hab die Universität angeklickt mit Shift und dann hat die ganze alle deselektiert. Danke. So, ich schicke euch schon mal weg, damit ich euch gleich nicht anvisieren muss. 5, 6, 7. Wo sind die anderen? 8, 9. Einer fehlt noch. Ey, wo ist noch einer von euch? Einen von euch gibt's noch irgendwo. Ich weiß nur nicht wo. Guck mal, was alles kommt. Nice. Da ist eine Reliquie drin einfach. Guck's dir an. Köstlich. Genau mein Humor, ey. Ja, killt wieder die Möchtet. Ist eigentlich egal. Und zurück in die Arbeit. Alle One-Hit. Knacksch. Knacksch. Jetzt haben wir hier unten 9 Stück. Wo ist der andere? Im Ernst, wo ist der letzte von euch? Da, wo hast du dich versteckt? Wie? Hä? Alles unlogisch mit euch. So, können wir jetzt bitte rein? Da ist der dritte. Angrief, bitte. So. Also Spion war auf jeden Fall eine der wertvollsten Forschungen auf dieser Karte hier. Aber man merkt schon echt, also ich finde das krass, man merkt wirklich so heftig, wie unterschiedlicher Stil zwischen den neuen und den alten Kampagnen ist, ne? Wie krass die sich einfach entwickelt haben dann. Die ganzen Rammen kommen jetzt. Stark. Mach kaputt. Nam. Safal. Flup. Hallo. Meine lieben Rammen. So, kaputt. Weg ist die Burg. Musste. Wobei, du kannst ja hier stehen bleiben. Das war eigentlich genau richtig. Wenn man mal so drüber nachdenkt, ne? Eigentlich perfekt. Ich stelle jetzt gerade fest, wie scheiße die Türme platziert sind eigentlich. Ach Gott. Ja, okay, aber ganz ehrlich, das mit Kavalieren kann er eigentlich vergessen. Das ist eigentlich für ihn RIP komplett.
Jerusalem verfügt noch über 4 Türme. Okay. Töten. Ich werde ein paar Kamele jetzt verlieren, weil da Hellebardiere bei sind. Aber ihr müsst da ganz schnell weg, Jungs. Jungs. WhatsApp-Nachricht, ich hab's gelootet. Hä? Da muss es eine Privatnachricht sein. Ah. Alter. Weißt du, so um 23.10 Uhr, perfekt. Leute, es pausiert, wenn ich ins Overlay gehe. Ist mir noch nie aufgefallen. Stark. Sollen wir da killen? Perfekt. So, ihr geht bitte auf den nächsten Turm. Der ist wo? Lol. Wo ist denn der zweite? Ach, der ist in der Mitte. Lol, die sind alle woanders. Das ist ja eine starke Leistung. Okay, cool. Na gut, dann gehen wir halt auch woanders hin. Der kommt, kämpft. Zack. Reicht. Zack. Bitte mal nach oben gehen. Okay, dann hätte ich hier unten gleich hingemusst, ey. Ich habe das Gefühl, die Missionen sind echt viel einfacher geworden. Gefühlt. Weil jetzt denke ich mir so ein bisschen, wie kannst du die verlieren? Und ich bin ganz ehrlich, die haben die doch safe geändert, die Mission. Alter, deine Reichweite. Krass. Krass, alter Mann. Wo ist denn der Mönch? Achso, der ist ja drin, ne? Ahlan, Hassan. Zack. Echt jetzt. Stark. Ja, genau den will ich machen, danke. So. Zack. 20. Naam. Ach Leute, muss das? Ja, da sterben sie. Cool. Ja, die Missionen sind doch irgendwie gefühlt viel langweiliger, Mann. Lass jetzt so lange warten, als einfach nur, bis sie da sind. Aber ich hab mir die Türme nicht angeguckt vorher. Hätte ich machen sollen. Echt jetzt, was ihn erwischt? Gut. Amir al-Manjam. Ich steht hier trotzdem 4 Stück wieder ran. Lol. Templer Großmeist. Jetzt mal ohne Joke. Woher kommt denn der jetzt? Jetzt mal ganz im Ernst. Woher kommt der? Und wo war der? Ich verstehe gar nichts mehr. Jerusalem verfügt noch über 3 Türme. Mein Herr, vergesst nicht, dass keine heiligen Stätten zerstört werden dürfen. Ja, mach erstmal das Haus kaputt, danke. Ich stelle euch auf passiv, Jungs, ohne Witz. Oh, belastend. Einfach outrangen. Perfekt. So. Jetzt greift er wieder die an, oder? Wetten, er greift die an? Oh, bitte nicht. Alter. Einfach One-Hit. Nice. Ja, aber dann die Burg ist ja schon viel zu krass für ihn irgendwie. Weiß ich nicht.
Krass. Killt ihn. Wenn ihr mich schlagt, werde ich mächtiger, als ihr es euch auch nur entfernt vorstellen könnt. Ja, du bist tot. Du Lappen. Aber trotzdem, woher kam der? Ich fand nicht so... Hier passieren Sachen, du, da... Die sind echt weird. Was mache ich mit euch jetzt? Ach, geht mir mit dahin. Jerusalem verfügt noch über zwei Türme. Zusammenbauen. 80 Stück haben wir. Machen wir mal so. Irgendwie habe ich noch was verloren. Keine Ahnung, ob es Dorfbewohner waren. Ja, ich habe 7 Dorfbewohner verloren, lol. Ach so. Er hat ihn echt er hat sie echt angegriffen. Alter, ich pack's nicht. Ist mir auch egal, ehrlich gesagt, aber trotzdem. So, ihr geht jetzt bitte weiter. Wir gehen jetzt den letzten Turm töten. Und wir gehen vor Orange töten, einfach weil es geht. Aber die Missionen dauern auch viel länger als die anderen, ne? Normalerweise war immer so eine Stunde und hier, die sind deutlich länger. Liegt doch ein bisschen am Aufbau und alles, wie es alles so ist irgendwie. Ich meine, ich finde es witzig. Aber es ist trotzdem krass irgendwie, ne? Aber es sind halt so easy, die Gegner, ne? Na komm. So, baller mal da rein. Meine Freunde. Ha, er wollte noch ausweichen. Dumm gelaufen. Zack. Kamele haben wir auch alle. Macht mal die Häuser kaputt, wenn ihr schon mal dabei seid. Kann ich noch was forschen, was irgendwie relevant sein könnte in irgendeiner Art und Weise? Nee, ne? Nö. Ja, jetzt gehen sie drauf. Perfekt. Mach kaputt wieder. Danke. So, und ihr geht jetzt bitte auf das Dorfzentrum. Auf Kaserne. Und auf Stall. Da ist alles kaputt. Bitte rein da. Während 3 von euch bitte ganz kurz das Lager kaputt machen. Kaputscha. Was ist denn das da? Eine Universität. Er ist echt fertig geworden damit. Ich dachte, ich wäre ein bisschen schneller. Oh Gott, bist du irre? Okay, wenn es funktioniert, ist alles gut. Ich dachte, du wärst eine Reichweite gewesen. Ey, ganz im Ernst, bitte komm mal runter. Ich wusste es. Danke. Zack. Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr auch runterkommen. Killt ihn. So, und rein da. Immer mit dem rein da. Bitte nicht in die Burg, das ist richtig dumm. Und macht auch gar keinen Sinn. Ja, in den Hello dir, hervorragend. Weißt du, wenn ihr euch mal ein bisschen gebündelt zusammen anstrengt, ja, dann werdet ihr voll stark. So nämlich. Easy. Na, hat er noch was? Irgendwas? Alter, Jerusalem, der und seine Waffen spielen, noch über einen Turm. Ey. Also die Dorfbewohner sind schon echt ein bisschen... Uff. Geht ihr bitte alle zusammen da hinten hin? Der hat schon natürlich direkt einen Skorpion gemacht, Klassiker. Bringt die mal bitte um. Na,
Ja, so ein Mönch mit einem Pack müsste ich eigentlich auch mal öfter machen bei Fernkämpfern, dann heilen die sich wenigstens. Eigentlich voll smart. Zack. Aber die geben auch nicht auf, die Gegner, ne? Weil die da irgendwie noch so, keine Ahnung, Kloster und sowas haben. Es ist so bescheuert, ne? Also ich weiß nicht, ich finde den ganzen auch irgendwie weird in den Missionen. Ich hätte es so anders in Erinnerung gehabt. Weil irgendwie, keine Ahnung, es hat irgendwie so ein, ist irgendwie komisch einfach. Macht doch gar keinen Sinn, die jetzt irgendwie weiter zu bekämpfen, weil es halt, ja, komisch ist einfach nur. Weiß ich nicht. Er ist echt gestorben. Ich pack's nicht, Alter. Der wird von einem einzelnen Typen beschossen. Die kriegen's nicht hin, ihn zu töten. Also. Ein Haufen von Versagern, Jungs. Aber wobei, ich. Nee, die sind auf Defensiv, nicht auf Stehen bleiben. Aber schon wieder. Weißt du? Ein einzelner Fernkämpfer und die kriegen's nicht hin, da irgendwas mit zu tun. Weil es jetzt zu weit weg. Stark. Mach kaputt. Also ich finde eine KI, wenn die gar keinen Dorfbewohner und keine Dorfbewohnerproduktion mehr haben kann und auch keine Einheitenproduktion mehr hat, dann die sollte echt aufgeben, ohne Scheiß. Das ist doch lächerlich. So, bitte einmal alle rankommen. Ich speichere mal ganz kurz ab, weil ich kenne das Glück so ein bisschen. Nachher macht irgendein Tribok, denkt sich so, lass mal gönnen. Und killt dann einfach so durch Zufall in Kirche oder so ein Scheiß. Wäre richtig scheiße. Zack. Zack. Oh, vor allem die könnten wahrscheinlich das Kloster treffen, wenn ich jetzt hinschieße. Egal. Wird schon gut gehen. Bestimmt. Ganz bestimmt. Wetten wir, der trifft jetzt irgendwie den oder so. Oder so Splash-Damage einfach. RIP. Irgendwie so ein Scheiß passiert. So, zusammenbauen. Ja. Alle Türme Jerusalems sind gefallen. Die Stadt gehört uns. Cool. Also ich sag mal so, die Mission, man merkt halt richtig krassen Unterschied zu den neuen Missionen, also so heftig. Die sind viel länger, gefühlt irgendwie langweiliger, weniger Inhalt, aber trotzdem irgendwie cool und nostalgisch aufgebaut. Also irgendwie geil, aber irgendwie auch nicht. Ach, geil, ey. Also sobald du einmal hier die ganzen Sachen gemacht und den DLCs gespielt hast, merkst du erstmal, wie man doch verwöhnt wird durch die Mission. Da sind zwar immer wieder ein paar Kackmissionen bei, aber gerade sowas wie die Großherzoge oder Edward Longshanks oder auch Kotian Khan oder auch bis auf eine Mission Pachacuti oder auch, keine Ahnung, eigentlich fast jede DLC-Mission, bis auf von Voglerlass und ein paar Ausnahmen, sind übertrieben geil. Ah, weiß ich nicht, du. Naja, das war auf jeden Fall die Mission. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das letzte Mal, als ich Jerusalem betrat, als Kreuzritter, wartete ich durch das Blut der Opfer. Dieses Mal wurde nicht ein Gebäude geplündert, nicht ein Bewohner verwundet. Saladin ließ nahezu alle seine Gefangenen frei. Die Menschen Jerusalems erklärten Saladin zu ihrem Retter. Er bot mir meine Freiheit an, doch nach 20 Jahren in seinen Diensten beschloss ich, diesen Weg bis zum Ende zu gehen.